Eintragung in ein Tagebuch 1959 von einer Sacré-Cœur-Schwester. Die Zufälligkeit unseres Daseins, das Geworfensein. Die Sprache unserer heutigen Philosophen hat ganz recht. Sie treffen durchaus die vorhandenen Eigenschaften unseres Seins. Nur wehe, wenn man sie von Gott löst, in dem Sinn dieser Zufälligkeit, in dem einzig und allein der Sinn dieser Zufälligkeit geborgen ist. Gott hat uns nicht gefragt, sondern von sich aus verfügt, dass wir sein sollen. Wir können es nicht rückgängig machen. Das Nichts ist uns nicht mehr, nicht wieder erreichbar. Ich kann gut verstehen, dass der Buddhismus mit seiner Nirvana-Vorstellung noch einmal die große Versuchung für Europa wird. Guardini meint das. Das ist für den Stolz der Menschen, der ja eben gerade dieses will, aus eigenem etwas sein. Und wenn das nicht geht, lieber aus eigenem Nichtsein als in Abhängigkeit von einem anderen. So notiert es sehr früh Isa Vermehren, die ja durchaus vielleicht der einen oder dem anderen noch bekannt ist, weil sie lange das Wort zum Sonntag gesprochen hat. Eine sehr scharfe und sehr frühe Beobachtung für das, was heute unser Problem ist. Es scheint mir zumindest so zu sein. Wir haben nicht mehr die Früchte des 19. Jahrhunderts, die sich dann im 20. Jahrhundert so grausam gezeigt haben, in dem Absolutismus des Menschen ohne Gott, in den grässlichen Systemen des Naziterrors, des absoluten Menschen. Ein Erbe des 19. Jahrhunderts, Nietzsche und Konsorten. Oder der Sowjets oder des großen Sprungs bei Mao mit Millionen und Abermillionen Toten. Das ist, wie es Henri de Lubac zu Recht genannt hat, die Tragödie des atheistischen Humanismus. Das ist nicht mehr unser Problem, zumindest hier nicht. Bei uns geht es viel subtiler vor. Wir haben auch einen, sagen wir vielleicht, agnostischen Humanismus. Denn das ist jedem klar. Wir sind gut zueinander, wir versuchen es zumindest, soweit es irgend möglich ist. Aber Gott, naja, vielleicht als eine irgendwie allgemeine Vorstellung, als, wie das viele bei solchen Interviews beantworten, es kann sein, dass da etwas Höheres ist. Mag sein. Aber irgendetwas Höheres ist nicht der Gott, an den wir glauben. Wenn wir in der europäischen Verfassung sehen, dass Gott gar nicht mehr erwähnt wird, wenn wir so leben, und da müssen wir dann gar nicht auf die anderen schauen, als gäbe es Gott gar nicht, und wir tun das in vielen Zusammenhängen. Liebe Schwestern und Brüder, warum eine solche Bemerkung heute? Bei einem so klaren und eindeutigen Evangelium. Einem Evangelium, das uns dieses Doppelgebot in Erinnerung ruft. Jesus zieht sozusagen von zwei Stellen des Alten Testamentes, eigentlich entlegenen Stellen, etwas zusammen, was dann der Grundstock christlicher Ethik geworden ist. Christlichen Verhaltens, der Grundmaßstab für alles. Er zieht eine Stelle aus dem Deuteronomium, die jedem Juden vertraut war. Den Herrn, den Gott lieben aus ganzem Herzen mit ganzer Kraft. Obwohl das weniger etwas Emotionales meint im ursprünglichen Sinn. Aber für uns kann es durchaus diese Bedeutung auch haben. Und viel entfernter aus dem Buch Levitikus, diese Stelle, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Aus einem sehr klaren Rechtszusammenhang ist diese Stelle. Aber Jesus zieht beides zusammen. Wir verlieren heute, nachdem das Zweite so klar ist, Christentum, Nächstenliebe,
Das geht jedem ein. Das geht uns ganz glatt runter wie Butter. Und daran ist natürlich nichts Falsches. Aber woran das geknüpft ist, damit es überhaupt einen Sinn macht, woran es aufgehängt ist, ist das erste Gebot. Ist und bleibt der Primat Gottes, ohne den alles hohl wird. Ohne den ein Humanismus, Paulus würde sagen, ein leeres Blech ist. Blech. Macht viel Geräusch, nichts dahinter. Was ist der Weg? Wir sind auch oft gewohnt, gerade weil es ja hier um die Auseinandersetzung, das Evangelium sagt es deutlich, mit Sadduzäern oder auch mit, besonders mit der Gruppe der Pharisäer angeht. Und hier, wie wir gehört haben, gibt es eine große Übereinstimmung. Wir sind es eben gewohnt, uns immer noch vom Judentum abzusetzen und sagen, ach ja, die mit ihren vielen Geboten. Ich rufe noch einmal in Erinnerung, dass gerade die Bewegung der Pharisäer versucht hat, den Primat Gottes in den Alltag zu übersetzen. Und in unserer Frömmigkeit, sowohl der Frömmigkeit der Ostkirche wie einer katholischen Frömmigkeit, sind wir ein pharisäisches Erbe angetreten, und zwar im besten Sinn. Indem wir viele äußere Dinge haben, die uns genau an diesen Primat Gottes erinnern. Ob das ein Kreuz zu Hause ist, ob das die Bilder der Heiligen sind, ob das Gewohnheiten sind. Alles das wurde uns in den letzten Jahrzehnten eigentlich gründlich abgewöhnt, teilweise auch von der Kirche, und zu sagen, das sind doch wirklich Äußerlichkeiten. Ja, es sind Äußerlichkeiten, das stimmt. Und Äußerlichkeiten haben immer eine Gefahr. Das ist die Kehrseite dieser pharisäischen Bewegung, die Jesus scharf kritisiert. Sie können rein äußerlich sein. Man beobachtet etwas und es hat überhaupt keinen Inhalt mehr. Es hat den Hinweischarakter verloren, für den es eigentlich da ist. Und man begnügt sich mit diesen Äußerlichkeiten. Das ist nie genug. Aber in einer Welt, in der wir heute leben, da wir jeden Tag von so viel Äußerlichem beeindruckt werden, das auf uns einströmt, im Internet, im Fernsehen, auf der Straße, egal wo wir sind. Wir haben ja keine ruhige Minute vor lauter Äußerlichkeiten. Wäre es vielleicht wichtig, diese christlichen Äußerlichkeiten wiederzugewinnen, damit wir eine Orientierung haben, damit wir hingeordnet werden, erinnert werden, damit uns diese Äußerlichkeiten öffnen für das Größere, das dahinter steht und das dahinter, das damit gemeint ist. Wenn man manchmal Politiker hört, die dann schon ganz stolz in die Kamera lächeln und sagen, sie haben auch ein Kreuz, also schon mal gesehen oder vielleicht sogar in ihren Räumen. Gut. Dieses Kreuz steht aber nicht einfach allgemein für christliche Werte, sondern dieses Kreuz ist ein Hinweis auf den Gott, an den wir glauben. Auf die Hingabe, die nur in wahrer Liebe möglich ist. Auf eine Hingabe, die den Primat Gottes voraussetzt und sich für den Nächsten ganz gibt. Das meint das christliche Kreuz. Fangen wir bei uns selber an, liebe Schwestern und Brüder. Das, was Jesus heute uns in dieser klaren Form, in diesem Doppelgebot im Evangelium sagt, neu zu entdecken. Es genügt nicht, die Äußerlichkeiten zu haben, wenn sie uns denn nicht erinnern. Wenn sie uns nicht den Weg führen, genau dazu, was Jesus heute so klar und prägnant sagt. Aber auf sie zu verzichten, ist eine große Gefahr. Dann bleibt Gott eine Idee, eine Vorstellung und wie schnell wird daraus eine Ideologie, die niemand braucht, die niemandem hilft.